zurück mehr. Metallpolymerverbund? Na, Hauptsache, es schießt. Ich komme, Bros. Verdammte kleine Kakaolake! Du glaubst, du bist mir gewachsen? Gut, dann bin ich wenigstens ein Schwung für das Miststück! Lass uns das klären! Die echte Leiche! Deine Leiche wird sich gut in meiner Armee machen! So gefällt mir das! Beschissener kann man gar nicht zielen!
hättest meinen Deal annehmen sollen. Du siehst Rose in der Hölle wieder. Erst kill ich Miranda und dann gehört Rose nach mir. Nein, Graf! Nein! Nein! Es ist noch nicht vorbei! Ich muss sie töten! Heisenberg, sind wir los. Jetzt suche ich Miranda und rette Rose. Nicht ohne mich. Es ist zu gefährlich. Warte dort, verstanden? Ethan? Rose? Ethan! Ethan, antworte! Mia! Aber... Unser Kind. Sie bedeutet uns so viel, hm? Für sie würde ich alles tun. Genau wie ich. Ohne Heisenberg fehlt dir jede Spur. Was hast du jetzt vor? Keine Ahnung, aber ich rette Rose. Du ahnst nie was, oder? Selbst Mia konnte ich dir vorspielen. Armer Ethan. Wer bist du? Wo ist Rose? Miranda. Genug! Weißt du noch, wie Evelyn den Pilz kontrollierte? Rose ist ihre Nachfolgerin. Nein, Rose ist ihre wahre, vollkommene Form. Sie wird alles um sich herum kontrollieren. Und sie wird mir gehören. Leck mich, du Miststück! Beruhige dich. Rose wird leben. Der Megamyzid vergisst niemanden. Allerdings wird sie als meine Tochter wiedergeboren. Sie ist mein Kind, nicht deins! Wo bist du? Los, zeig dich! Was macht Rose so besonders? Sind es ihre Eltern? Denn du bist wirklich einzigartig. Aber ich habe genug von dir gelernt. Du hast als Versuchskaninchen ausgesorgt. Komm raus und zeig dich, du feiges Stück Scheiße! Keine Sorge, Ethan. Dein Tod wird schmerzlos. Der Megamyzid wird sich deiner annehmen. Ich werde später noch dein Blut untersuchen. Bei Tagesanbruch wird die Zeremonie beendet sein und ich werde ihre wahre Mutter auf ewig verbunden im Blut. Ich musste lange warten, aber jetzt wird mein Traum endlich wahr. In Gestalt von Rose werde ich mein wahres Kind wiedersehen. Boss, Tod von Ethan Winters bestätigt. Ich konnte die Leiche nicht bergen, aber ich hab's auf Band. Okay, kurze Zusammenfassung. Das Team und ich waren unachtsam. Gestern erfolgte ein Angriff auf Miranda, den sie überlebte. Wer hätte gedacht, sie könnte Leiche spielen? Miranda könnte Ethan infiziert haben. Deshalb habe ich Rose und ihn mitgenommen. Aber das Fahrzeug mit den beiden wurde angegriffen. Als ich dort ankam, waren Ethan und Rose weg.
Das letzte Mal, als ich mit Ethan Kontakt hatte, hörte ich Mirandas Stimme. Sie hat ihn getötet. Und damit kommt sie nicht davon. Wann hat es endlich ein Ende? Was meinst du? Die Mission? Alles. 3 Jahre dauert das Ganze jetzt schon. 3 Jahre zu lang. Wir kriegen sie, Boss. Team ist startklar. Die BSAA ist also schon hier. Die lassen nichts anbrennen. Planänderungen? Nein, das ändert gar nichts. Miranda töten, Rose retten. Das ist die Mission. Und wir dürfen nicht scheitern. Genießen wir es, Leute. Wie in alten Zeiten. Ausschwärmen! Roger. Okay. Kenan, ich will wissen, warum die BSAA hier ist. Find raus, was du kannst. Okay, wird erledigt. Ist schon eine Weile her seit unserem letzten Einsatz. Welcher war's noch gleich? Die Wüste? Ich hab das Beobachten satt, bin völlig eingerostet. Dafür wissen wir aber über Mirandas Pläne Bescheid. Dass sie sich in Mia verwandeln konnte, ist echt krass. Naja, 5 Treffer zwischen die Augen sind auch nicht von schlechten Eltern. Gruselig. Hey Alpha, sieh mal. BSAA. Die kennen echt nichts. Das sieht ziemlich übel aus. Schon ein Plan, wie wir vorgehen? Erstmal müssen wir dieses Ding loswerden. Ich halte den Rücken frei. Dann mal los. Haltet nach feindlichen Biowaffen Ausschau. Verstanden. Kontakt mit Gruppe feindlicher Biowaffen. Es sind mehr, als wir dachten. Passt bloß auf. Verstanden. BSAA-Fahrzeug gesichtet. 2 Wachen. Die hole ich mir. Werd nicht übermütig. Na los! Große mutierte Biowaffe gesichtet! Der Pilz könnte infektiöse Spuren versprühen. Behaltet eure Masken auf!
ich bin's. Bin auf Position und bereite Feuerunterstützung vor. Dauert nicht lang. Verstanden. Hier, Tundra. Hinterlasse Munitionsnachschub in einem der Häuser. Bedien dich. Ich muss die Ausbreitung stoppen. Ambereis, ich brauche Hilfe! Ich sehe dich. 282 eingetroffen. Auf Zielposition. Scheiße, ist der groß. Okay, Lobo. Ich markiere das Ziel. Alles klar, Boss. Dauert einen Moment, das Ziel zu erfassen. Halte den Laser möglichst lange drauf. Yeah, mitten rein. Muss nachladen. Warte kurz. Da kommt ein Schwarm auf dich zu. Jetzt breitet sich
Die BSAA greift die Biowaffen an. Vielleicht, die haben es auch auf den Megamyzeten abgesehen. Wie viele denn noch? Geht's allen gut? Sie kommen auf den Pilz. Es wird einfach kein Ende. Langsam wird's nervig. Verdammt, die Dinger benutzen Waffen. Das Gleiche könnten die über dich sagen. Okay, da unten muss der Megamyzet sein. Boss, der Megamyzet befindet sich unter Tage. Bin auf dem Weg. Ich habe einen Eingang gefunden. Gehe jetzt rein. Ihr bleibt zurück. Ja. Boss, ich habe den Pilz mit einer Probe aus dem Haus der Bakers verglichen und es gibt keine Anzeichen für Genomeditierung wie bei der E-Serie. Das Zeug stammt von hier. Den Megamyz hinten, was? Ganz wird das nichts. Logo, mir macht ja alle zu schaffen. Ich brauche deine Hilfe. Boss, du bist in einer Höhle. Da ist eine Öffnung in der Decke. Benutz die. Okay, auf dem Weg. Halt euch, bin direkt bei dir. Okay, markiere das Ziel per Laser. Immer mit der Ruhe. So gefällt mir das. Muss nachladen. Feindliche Biowaffe eliminiert. Ich gehe weiter. Der Rest von euch. Bleibt oben. Frage, wenn Mia Miranda war, wo ist dann Mia? Denke nicht, dass Miranda sie noch brauchte. Ich blick das alles nicht. Wie konnte Miranda von Rose wissen? Hat's auf Mutterleaks gelesen vielleicht? Dafür haben wir später Zeit. Jetzt hat die Mission Vorrang. Da ist er. Der Megamyzet. Alpha Antem. Ich bin jetzt bei Megamyzet. Dann können wir das Ganze endlich beenden. Wurde aber auch Zeit. Ein Zwei-Sprengsatz platziert. Genug, um das ganze Dorf hochzujagen. Hauen wir ab und machen das Scheißkaff platt. Nicht bevor Miranda tot ist. Ich gehe kein Risiko mehr ein. Ich gehe rein. Okay, viel Glück. Boss, ich habe freie Sicht auf Miranda bei der Zeremonie. Abstand halten. Niemand rührt sich ohne meinen Befehl. Ich weiß, es ist zu spät, aber wir hätten Ethan in den Plan einweihen sollen. Dazu war nicht die Zeit. Und Miranda wurde früher aktiv als erwartet. Trotzdem,
Du hättest es ihm sagen sollen. Ja. Das muss Mirandas Labor sein. Spencer, hier? Ich glaub's nicht.
Nimm die Hände hoch! Amber Alcia Alpha, bestätige Mirandas Position. Noch bei der Zeremonie. Was auch immer sie tut, sie rührt sich nicht. Mein Gott. Du bist es wirklich. Wie kommst du hierher, Mia? Geht's dir gut? Sie haben ein paar Experimente gemacht. Warte mal, Mia. Mia Winters. Genau die. Wie sieht's da oben aus? Hier geht's mächtig ab, aber wir kommen klar. Konzentriert bleiben. Weiter nach Plan. Ich gehe in Richtung Zeremonie. Warte. Nimm mich gefälligst mit. Du hast es versprochen. Du hast gesagt, du beschützt uns. Wir haben doch alles getan. Wir sind hierher gezogen. Alles. Und es war mir egal. Solange wir es zusammentun. Aber jetzt sag mir, wo ist mein Mann? Wo ist meine Tochter? Ethan ist fort. Ich konnte nichts tun. Aber Rose kann ich noch retten. Komm, hier wird es zu gefährlich. Was meinst du mit Ford? Er ist tot. Tut mir leid, aber wir müssen hier weg. Wir müssen dieses Dorf zerstören. Nein, du irrst dich. Ich wollte es geheim halten, aber... Du verstehst nicht, wie besonders er ist. Was ist passiert? Ist da jemand?